Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Herr Staatsminister Wintermeyer bringt ihn ein. Vielen Dank, verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich darf das Zustimmungsgesetz zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag einbringen. Hintergrund und Anlass und Ziel ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Internet zukunftsfähig zu machen und den Telemedienauftrag zeitgemäß fortzuentwickeln. Als Beispiel will ich nur nennen, die Angebote in Mediatheken können derzeit nur 7 Tage eingestellt werden. In Zukunft werden sie länger eingestellt und damit auch für den Verbraucher, für den Fernseher nutzbar gemacht werden können. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass dann damit Netflix oder Amazon oder auch YouTube entsprechend etwas entgegengesetzt werden kann. Zweitens. Mehr interaktive Kommunikation wird den Öffentlich-Rechtlichen ermöglicht, dass sie auch in Social Media entsprechend präsent sein können, um junge Menschen dort anzusprechen, wo sie unterwegs sind. Die meisten jungen Menschen gucken kein lineares Fernsehen mehr, obwohl sie länger fernsehen, als es früher gewesen ist. Sie nutzen mobile Endgeräte, und sie lassen sich auch nicht vorschreiben, wann sie fernsehen wollen, sondern sie gucken sich dann das an, wenn sie gerade Lust und Laune haben, sodass es ganz wichtig ist, dass dort die Mediatheken des öffentlichen rechtlichen Rundfunks nicht nur länger genutzt werden, sondern auch überall, nämlich auch auf mobilen Endgeräten, erreichbar sind. Etwa 24 Millionen Menschen unter 40 Jahren nutzen diese mobilen Endgeräte entweder ständig oder gelegentlich, um auch dort Fernsehsendungen und Ähnliches und Filme zu sehen. Weiterhin wird in dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag der Ausbau barrierefreier Angebote in Internetportalen entsprechend vorgeschrieben. Ich glaube, dass das auch eine sinnvolle und gute Lösung ist. Ich will zuletzt darauf hinweisen, weil es hat sehr lange gedauert, bis wir diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag zusammenbekommen haben als 16 Länder, dass es 2 Konflikte gab, die aber beide mit den Beteiligten ausgeräumt werden konnten. Nämlich erstens im Sinne der Zeitungsverleger wurde das Thema Presseähnlichkeit genauer definiert. Da gab es einen Streit zwischen den Zeitungsverlegern wegen Internet entsprechend Platzierungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieser Streit ist ausgeräumt worden. Und zweitens, angekaufte Spielfilme, die keine Auftragsproduktionen sind, können nun 30 Tage in den Mediatheken vorgehalten werden. Das kommt den Produzenten entsprechend entgegen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Zustimmung zu dem Zustimmungsgesetz zum 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Medien weiterhin, die öffentlich-rechtlichen Medien, als Medien des Qualitätsjournalismus stärken, dass wir sie im Internet auch festigen und dass die Validität der dortigen Informationen auch stärker online geht. Die Ratifikationsurkunden müssen bis spätestens Ende April vorliegen, sodass ich Ihnen anbiete, auch weitere Informationen dann im entsprechenden Ausschuss, dem Hauptausschuss, zu geben. Meine Damen und Herren, dieser 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag bringt den öffentlichen rechtlichen Rundfunk dorthin, wo die Menschen sind mit ihrem Medienkonsumverhalten. Und damit trägt er zu einer weiteren Akzeptanzstärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer, für die Einbringung. Und nun eröffne ich die Debatte. Als erster Debattenteilnehmer Frau Wallmann von der CDU. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Rundfunkstaatsvertrag ist die rechtliche Form, mit der die 16 Bundesländer in Deutschland ein einheitliches Rundfunkrecht schaffen. Und seit Bestehen des Rundfunkstaatsvertrages, seit gut 3 Jahrzehnten, hat es in dieser Zeit immer wieder natürlich auch Bedarf an Veränderungen gegeben, weil die Zeit natürlich auch voranschreitet. Da nenne ich einmal das Thema die Regelungen zum Bereich der Werbung, auch Anpassungen im Bereich des Daten- und Jugendschutzes oder auch die Finanzierung der Rundfunkfinanzierung. Die Grundlage der Rundfunkfinanzierung wurde eben auch auf neue Füße gestellt.
Heute diskutieren wir über den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, in dem nun der Telemedienauftrag behandelt wird. Da geht es darum, die Rahmenbedingungen, das hat eben Staatsminister Wintermeyer ja auch schon ausgeführt, für das Internetangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszugestalten und vor allem auch neu zu gestalten. Denn neu, die Betonung liegt auf neu, denn es war schon Gegenstand des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags aus dem Jahre 2009. Und wenn man sich die Zeit seit 2009 anschaut, muss man eben feststellen, dass die Kritik seitdem nie wirklich abgebrochen ist. Es gab immer wieder kritische Töne, was das Internetangebot angeht, und das, obwohl bereits seinerzeit die Unzulässigkeit von presseähnlichen Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sender erklärt worden ist und auch sogenannte Bereitstellungsfristen, die hat ja eben Staatsminister auch ausgeführt, damals eben auch schon festgelegt worden sind. Wir stellen aber natürlich eben auch fest, dass Nutzer ihr Verhalten ändern. Es ist eben das Stichwort Netflix zum Beispiel auch schon genannt worden und man dann natürlich auch dem technologischen und inhaltlichen Wandel des Internets am Ende auch Rechnung tragen muss. Nach zähem Ringen, das ist naturgemäß so, wenn 16 Bundesländer sich auf einen Vertrag einigen sollen, ist es aber gelungen, eine Einigung hinsichtlich der Ausgestaltung der Internetaktivitäten zwischen den unterschiedlichen Protagonisten herbeizuführen. Das sind zum einen natürlich Vertreter deutscher Verlagshäuser, das sind die Ministerpräsidenten unter der Federführung des Landes Sachsen-Anhalt und natürlich auch Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und im Ergebnis soll der Textanteil in öffentlich-rechtlichen Beiträgen reduziert werden und der Schwerpunkt, was ich auch sehr nachvollziehbar finde, auf den Bild- und Tonbeiträgen liegen. Das Online-Angebot wird gleichwohl bei ARD, ZDF und Deutschlandradio erweitert. Das hat am Ende natürlich auch damit zu tun, dass sich die Beitragszahler, die Nutzer, einfach auch das Verhalten sich eben verändert hat und man einer immer stärker digitalen Welt damit natürlich auch Rechnung tragen will. So können fortan, und ich finde, das ist einer der ganz wesentlichen Neuerungen, fortan audiovisuelle Inhalte bereitgestellt werden, die vorher noch nicht im Radio oder im Fernsehen gezeigt worden sind. Das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Neuerung, stärkt aus meiner Sicht auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich will das jetzt ganz kurz machen, weil der Minister das eben auch ausgeführt hat, die 7-Tage-Regel entfällt. Stattdessen können Beiträge bis zu 30 Tagen gezeigt werden. Und bei Großereignissen wie beispielsweise Bundesligaspielen war ja bisher eine 24-Stunden-Regelung. Und da wird es möglich sein, das bis zu 7 Tage abzurufen. Im Bereich von Wissenschaft und Kultur wird es möglich sein, sich Verlinkungen anderer Einrichtungen auch anzuschauen. Dazu gehören Museen, Bibliotheken oder auch Hochschulen. Das ist eine ganz klare Stärkung des Markenkerns des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eine wichtige Neuerung in diesem Vertrag. Und außerdem, das will ich jetzt auch nur stichpunktmäßig benennen, natürlich das Thema barrierefreier Zugang, sowohl was die Inhalte angeht als auch den Zugang, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach mehreren Jahren des Ringens um diesen Vertrag, wie gesagt, das ist nachvollziehbar, wenn sich 16 Bundesländer und unterschiedliche Vertreter, wie gesagt, Verlagshäuser und auch Vertreter des öffentlichen Rundfunks auf einen Text einigen müssen, ist es aber am Ende jetzt gelungen, eine Einigung zu erreichen. Im Juni 2018 und im Oktober 2018 haben die Ministerpräsidenten diesen Staatsvertrag unterschrieben. Er soll am 1. Mai 2019 in Kraft treten. Deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir ihn heute hier beraten. Ich glaube, er stellt einen guten Kompromiss aller Beteiligten und der unterschiedlichen Interessen dar. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Frau Wallmann. Als Nächsten darf ich aufrufen den Kollegen Enners von der AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Den hier vorgelegten Gesetzentwurf kann man eigentlich nur als Friedensangebot an die Zeitungsverleger allein um des lieben Friedens willen bezeichnen. Man hätte durchaus mehr erwarten können als diese problematisch, möglicherweise sogar verfassungswidrige Gesetzesvorlage. Erinnern wir uns, diesem Änderungsgesetz
ging ein jahrelanger Streit zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dem Bund Deutscher Zeitungsverleger voraus. Die Pressevertreter bemängelten, dass die sogenannten Telemedienangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu sehr Presseartikel ähnelten und sich nicht genügend unterschieden. Dass in dem Streit zwischen dem Chef des BDZV Matthias Döpfner vom Springer Verlag und der früheren ARD-Vorsitzenden Carola Wille vom NDR auch mit Worten wie Staatsfunk und Verhältnisse wie in Nordkorea nicht gespart wurde, zeigt das Niveau der Auseinandersetzung. Der unter anderem von der Ministerpräsident und Vorsitzenden der Rundfunkkommission Marie-Louise Dreyer vorgestellte und vorher unter Führung von Ministerpräsident Haseloff auf der einen und den Zeitungsverlegern auf der anderen Seite erarbeitete vermeintliche Kompromiss liegt uns nun heute als Gesetzentwurf vor. Dabei ist eine der größten Änderungen, die Einzug halten wird, der neu formulierte Absatz 7 des § 11d. Schon der erste Satz, ich zitiere, die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein, birgt unseres Erachtens verfassungsrechtlichen Sprengstoff. Denn in einem Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier in Zusammenarbeit mit Professor Meinhard Schröder erläutern diese beiden, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der im Internet üblichen Mittel bedienen dürfen, also auch Text-Bilderseiten verwenden können, um den gesetzten Grundauftrag zu erfüllen. Und natürlich konkurrieren die privaten Medien mit den öffentlich-rechtlichen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal gibt es eine verfassungsrechtlich definierte Internetpresse nicht, und andererseits sind die öffentlich-rechtlichen an ihren Grundversorgungsauftrag gebunden. Das bedeutet, dass auch die Online-Angebote müssen somit eine objektive, binnenplurale Informationsquelle darstellen. Es gibt also durchaus gewichtige Bedenken, die die Formulierung Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein, mit sich bringt. Ein weiterer Punkt ist die neu eingeführte Schlichtungsstelle. Diese soll nach Medienberichten paritätisch besetzt werden mit einem Vorsitzenden an der Spitze, der bei einer Pattsituation ausschlaggebende Stimme haben soll. Meine Damen und Herren, so können die privaten Pressevertreter einen erheblichen Einfluss auf den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ausüben. Und genau dies ist verfassungsrechtlich und wohl auch unionsrechtlich äußerst bedenklich. Wir verstehen, dass der Rundfunkstaatsvertrag an die Gegebenheit der heutigen Zeit und gerade auch in Bezug auf das Internet angepasst werden muss. Dieser Gesetzentwurf jedoch ist ein Schritt zurück und ist ein Einknicken vor den privaten Medien. Kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wirklich zur Last gelegt werden, dass sie für den Auflagenrückgang der Zeitungen und Zeitschriften mitverantwortlich sind? Nein, das haben die Zeitungsverlage selbst zu verantworten, nämlich ab dem Zeitpunkt, als sie die Strategie des kostenlosen Lesens ihrer Artikel im Netz anwandten. Dass sie nun heute auf der Suche nach Refinanzierungsmöglichkeiten ihre Artikel hinter Bezahlschranken anbieten, ist ihr gutes Recht. Ein Einmischen in die Darstellungsform der Telemedienangebote der Öffentlich-Rechtlichen, wie es jetzt hier im Gesetzentwurf festgezurrt werden soll, ist jedoch nicht akzeptabel. Ich komme zum Ende. Mit meiner hier vorgetragenen Ausführung bin ich nicht weit weg von der Argumentationslinie der grünen Bundestagsabgeordneten Tabea Rösner. Und somit sind wir von der AfD-Fraktion sehr gespannt, ob die hessischen Grünen ihrer Kollegin aus dem Bundestag folgen oder vielmehr dem Koalitionszwang unterliegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächsten darf ich aufrufen den parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion der Grünen, Jürgen Frömmrich. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich brauche, glaube ich, keine Erinnerung an die Auffassung der Grünen Bundestagsfraktion. Uns unterscheidet grundlegend von Ihnen nämlich Folgendes, dass wir meinen, dass eine freie, gute, offene, journalistisch qualitativ hochwertige arbeitende Presse sowohl im Freien als auch im Öffentlich-Rechtlichen die Grundlage unserer Demokratie bildet. Das unterscheidet uns ganz deutlich von Ihnen. Und deswegen unterscheide ich mich da von meiner Kollegin im Deutschen Bundestag überhaupt nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Konflikt
der hier mit dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der Staatsminister hat es gesagt, beseitigt werden soll, den begrüßen wir ausdrücklich. Ein Kompromiss dieser Seiten ist gefunden worden. Mit dem Änderungsstaatsvertrag werden die rundfunkvertraglichen Vorschriften zum Telemedienauftrag des öffentlichen Rundfunks an den technischen Fortschritt im Internet und das geänderte Nutzerverhalten angepasst. Zur Frage der Presseähnlichkeit von öffentlich-rechtlichen Telemedien wird auf der Grundlage eines zwischen den Ländern, zwischen den Rundfunkanstalten und den Zeitungsverlegern gefundenen Kompromiss eine neue Regelung getroffen. Diese Regelung löst den Konflikt, den jahrelang schwelenden Konflikt zwischen den öffentlich-rechtlichen Anstalten und den Verlegern, wie ich meine, hoffentlich auf. Während die privatrechtliche Presse die Hoheit über das Textformat behält, werden die öffentlich-rechtlichen den Schwerpunkt auf Audio- und Videoinhalte legen. Was bei dem Kompromiss, wie ich meine, im Auge behalten werden muss, ist die Tatsache, dass die meisten Menschen Medien heute über mobile Endgeräte konsumieren, z.B. in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Und dabei werden Nachrichten von vielen Bürgerinnen und Bürgern im Textformat präferiert. Es stellt sich also die Frage, inwieweit dieser Kompromiss mit dem Nutzerverhalten und auch mit dem Nutzerbedarf der Konsumenten in Einklang zu bringen ist. Auch gilt es eigentlich, der Inhalt der Form, die Form bestimmen sollte. Das heißt, manchmal bietet sich ein Fernsehinterview an, manchmal eher ein redaktioneller Text. Mit dem Kompromiss wird die Wahl des Formats an den Produzenten des Inhalts geknüpft, was nicht immer unbedingt sinnvoll erscheint. Hier, meine ich, ist die Weisheit der Weisheit letzter Schluss noch nicht gefunden. Eventuell muss man das im Auge behalten. Deshalb werden wir sehr genau zu beobachten haben, ob der gefundene Kompromiss in der Praxis auch trägt. Auch muss darauf geachtet werden, dass die audiovisuellen Kultur- und Kreativwirtschaft nicht zum Leidtragenden wird. Wenn z.B. die Verkaufschancen ihrer Produkte an private Streaming-Anbieter durch längere Verweildauern in Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sinken, an dieser Stelle ist auf eine faire Anpassung der Vergütung und der Rechteverwertung für Kultur- und Medienschaffende zu achten. Ich verweise da ausdrücklich auf die Protokollnotiz der Ministerpräsidenten. Dieses Thema ist im Staatsvertrag auch in der Protokollnotiz hinterlegt. Natürlich soll der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk den privaten Verlegern nicht das Leben schwer machen. Die Situation der Verlage, der Überlebenskampf vieler Printmedien ist uns hinreichend bekannt. Aber neben den fairen Wettbewerbsbedingungen für die Verlage muss auch sichergestellt werden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Versorgungsauftrag umfassend auch in den Telemedienangeboten nachkommen kann. Wie gesagt, die Praxistauglichkeit für die Nutzerinnen und Nutzer muss genau beobachtet werden. Nun sind Staatsverträge immer komplizierte Gebilde. 16 Länderinteressen müssen unter einen Hut gebracht werden. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben mit dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag eine, wie ich meine, medienpolitischen Spagat hingelegt. Das Ziel muss weiterhin sein, die Medienvielfalt in Hessen zu erhalten. Freie und unabhängige Medien sind für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, wie wir meinen, unerlässlich. Die Praxis und Nutzungstauglichkeit des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrags müssen wir beobachten. Ich habe vorhin die Parameter genannt, was die Frage der Nutzungseigenschaften der Telemediennutzer angeht. Da müssen wir, glaube ich, sehr genau darauf achten. Aber wie gesagt, ein Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist ein kompliziertes Gebilde. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Wir beenden damit einen langen Streit zwischen den Rundfunkanstalten und den Verlegern. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, und ich freue mich auf die Beratung im zuständigen Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Und nun darf ich aufrufen für die SPD Frau Kollegin Löber.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Vor dem Hintergrund der ständigen und der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist die Neugestaltung des Telemedienauftrags in der uns hier vorliegenden Form des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrags verfassungsrechtlich insbesondere aufgrund neuer Technologien und der Digitalisierung der Medien erforderlich und auch begründet. Der bisherige Telemedienauftrag ist bereits, es wurde auch schon von Frau Wallmann erwähnt, bereits mehr als 10 Jahre alt und bedarf daher unbedingt einer Anpassung. Unter den veränderten und sich ständig weiter wandelnden Bedingungen des Internets hat gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine besondere Bedeutung. Das Nutzungsverhalten hat sich in der digitalen Welt verändert. Viele Nutzer zahlen heute Beiträge, ohne die klassischen linearen Angebote überhaupt noch in Anspruch zu nehmen. Immer mehr Menschen informieren sich im Internet über aktuelle und politische Themen. Zudem wächst die Bedeutung der Aufgabe des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks sogar stetig. Denn die Entwicklung der Digitalisierung der Medien einschließlich sozialer Netzwerke begünstigt Konzentration und Monopolisierung bei Anbietern und Verbreitern von Inhalten. Werbefinanzierung, Abstimmung von Inhalten auf Neigungen der Nutzer führt oft zur Verstärkung gleichgerichteter Meinungen und nicht zur Meinungsvielfalt. Fakten und Meinung, Inhalt und Werbung sind immer schwerer zu trennen. Der einzelne Nutzer muss hier die Verarbeitung und Bewertung übernehmen. Wir benötigen daher dringender denn je authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten und die Wirklichkeit nicht verzerrt darstellen. Wir brauchen weiterhin einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ein vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht bildet. Gerade in Zeiten, in denen Falschmeldungen gezielt zur politischen Desinformation eingesetzt werden, ist es ein wichtiges Zeichen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Wir begrüßen daher den vorliegenden Staatsvertrag ausdrücklich. Durch den Wegfall gesetzlicher Verweilfristen und die Möglichkeit, Ankaufproduktionen, auch europäischer Filme und Serien, in die Mediatheken einzustellen und eigenständige Online-Inhalte zu produzieren, werden interessantere und vielfältigere Mediatheken entstehen. Dies berücksichtigt vor allem die gewachsene Bedeutung von Abrufangeboten im Internet und ermöglicht den Anstalten eine bessere Nutzung vorhandener Rechte. Die Länder verbinden mit der Reform des Telemedienauftrages hier aber auch die Erwartung, dass die Rechteinhaber von Produktionen, die maßgeblich zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Angebots beitragen, finanziell angemessen beteiligt werden. Dies müssen wir alle konstruktiv begleiten, da wir für eine vielseitige Medienlandschaft, auch eine freie Produktionswirtschaft mit unabhängigen Journalisten und freien Filmschaffenden benötigen, die für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden müssen. Interaktive Kommunikation und Social-Media-Nutzung werden erstmals ausdrücklich beauftragt und geregelt und die Telemedienangebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio besser vernetzt. Dies macht es für die Nutzer weitaus einfacher, sich über Themen vollumfänglich zu informieren. Dem Kulturauftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio wird mit der Beauftragung zeit- und kulturgeschichtlicher Archive mit informierenden, bildenden und kulturellen Inhalten und der Verlinkung auf Angebote von Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur Rechnung getragen. Die öffentlich-rechtlichen Online-Angebote sollen ihren Schwerpunkt in Bewegtbild und Ton haben, um sich von den Angeboten der Presseverlage zu unterscheiden. Auch hierauf sind Vorredner schon eingegangen. Dieses Verbot der Presseähnlichkeit besteht bereits nach der geltenden Rechtslage, wird durch die Neuregelungen aber konkretisiert. Die Änderungen dienen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die Abgrenzung von Textangeboten in den Websites der öffentlich-rechtlichen Sender gegenüber den digitalen Angeboten der Presseverlage ist nicht immer einfach
und führte oft zu Auseinandersetzungen. Die eingerichtete Schlichtungsstelle muss sich bewähren, und dies bleibt für uns auch abzuwarten, ob es sich dadurch vereinfacht. Ein für uns besonders wichtiger Punkt ist die Verbesserung der barrierefreien Gestaltung der Online-Angebote und des Zugangs zu diesen. Wir begrüßen außerordentlich, darf ich Sie an das Ende der Redezeit erinnern? Wir begrüßen außerordentlich, dass Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung der Telemedienangebote stärker berücksichtigt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Nun für DIE LINKE Herrn Wilken, Herrn Dr. Wilken, mit der Bitte vorzutragen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Aktuelle Herausforderungen der digitalen Öffentlichkeit, verfassungsrechtliche Entwicklungsgarantien, der Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen, all das zeigt schon seit geraumer Zeit, dass die meisten Anpassungen, die wir jetzt heute diskutieren, anlässlich dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrags längst überfällig sind. Ich will, wie bereits Herr Staatsminister Wintermeyer und auch andere Vorredner, zwei Problembereiche in diesem Zusammenhang noch einmal etwas ausführlicher diskutieren. Mehrfach ist dieses Wort jetzt schon gefallen, Presseähnlichkeit von Internetangeboten der Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es eigentlich ein Unwort ist, Presseähnlichkeit. Damit sollen also öffentlich-rechtliche Anbieter in Zukunft darauf verpflichtet werden, sich auf audiovisuelle Inhalte zu konzentrieren und auf Texte weitgehend zu verzichten. Die jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen darum sollen im Zweifelsfall durch ein privates Schiedsgericht abgelöst werden. Ob das dann schneller geht, habe ich auch mal erst noch meine Zweifel. Aber wir müssen uns auch klar sein, welche Probleme wir damit uns schaffen. Von daher gebe ich Herrn Frömmrich ausdrücklich recht. Das müssen wir mal ganz genau beobachten, ob das funktioniert. Weil wir haben nämlich das Problem, dass Suchmaschinen Texte lieben. Und damit haben wir ein Problem der Auffindbarkeit. Weniger Text bedeutet deshalb, teuer produzierte öffentlich-rechtliche Inhalte verschwinden oder verstecken sich im Internet. Wir haben zweitens das Problem der Medienkonvergenz. Moderner Journalismus im Internetzeitalter ist crossmedial. Online-Journalismus ist fast immer eine Kombination aus Text, Bild, Video- und Audioinhalten. Presseähnlichkeit als Kriterium hat sich also eigentlich überholt. Und wir haben das Problem von Barrierefreiheit. Textinhalte lassen sich von Menschen mit Behinderung relativ einfach in ein wahrnehmbares Format umwandeln. Sie werden also jedenfalls Leidtragende einer Beschränkung des Textanteils in öffentlich-rechtlichen Angeboten sein. Meine Damen und Herren, machen wir uns doch nichts vor. Letztlich wird der Textverzicht die Verlage nicht retten. Schauen wir in die USA, wo das Zeitungssterben besonders weit fortgeschritten ist. Dort gibt es gar keine nennenswerten öffentlich-rechtliche Konkurrenz. Schauen wir aber noch einmal auf das Nutzerverhalten, auf das auch schon Vorredner hingewiesen haben. Laut Reuters Digital News Report für Deutschland sagen 60% der Befragten über alle Altersgruppen hinweg, dass sie Nachrichten meist in schriftlicher Form lesen und sich höchstens gelegentlich mal ein Video online ansehen. Für die Öffentlich-Rechtlichen befürchte ich da viel rausgeschmissenes Geld. Mit weniger Texten bekommen die Beitragszahlenden weniger, mobil unpraktischeren, schlechter auffindbaren Journalismus für ihr Geld. Ich finde diesen Weg kurzfristig falsch, und er unterminiert langfristig auch die Legitimität öffentlich-rechtlicher Angebote im Netz. Meine Damen und Herren, deswegen wäre aus unserer Sicht wegweisender gewesen, das Verbot presseähnlicher Angebote ersatzlos zu streichen. Jetzt noch ein Gedanke zu der anderen Seite dieses Problems, diese in Sachen Presseähnlichkeit eher aus meiner Sicht Kapitulation der Öffentlich-Rechtlichen vor der Verlegerlobby, wurde damit kompensiert, dass die Standzeiten in den Mediatheken verlängert werden.
Ich höre jetzt häufig, dass dies doch eigentlich selbstverständlich sei, weil diese Produktionen ja mit unserer Abgabe bezahlt seien und deswegen auch unbegrenzt zur Verfügung stehen sollten. Das Problem ist, diese Darstellung ist leider falsch. Da die Urheber und Leistungsschutzberechtigten, also diejenigen, die für die Produktion verantwortlich sind, die sie im Zweifelsfall gemacht haben, die werden schlicht und ergreifend nicht ordentlich bezahlt. Und die müssen sich gegenfinanzieren über Angebote ihrer Filme, z.B. als Download-Angebot im Internet. Wenn dann die Mediathekenzeiten verlängert werden, muss das notwendigerweise zur Folge haben, dass diese Produzierenden, diese Kulturschaffenden zukünftig deutlich besser bezahlt werden. Im Zweifelsfall müssen da Verträge auch nachgebessert werden. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist um. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir werden dies weiter diskutieren, wohl wissend, dass bei diesen Rundfunkänderungsstaatsvertragen wir zwar diskutieren können, aber im Grunde genommen nur zustimmen oder ablehnen können. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Problematik deutlich gemacht habe. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch. Und nun rufe ich in der Debatte den Fraktionsvorsitzenden der FDP, René Rock, auf. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, die Thematik ist jetzt von meinen Vorrednern sehr ausführlich schon dargelegt worden. Wir haben die Frage, wie verändert sich das Nutzungsverhalten? Wir haben die Frage, wie können wir damit umgehen, ein gebührenfinanzierter Sender, der gleichzeitig in Konkurrenz steht mit privatwirtschaftlichen Unternehmen. Das ist für uns einmal eine Frage von Qualitätsjournalismus, auch der Wunsch, dass Printmedien auch weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Inhalte, ob die dann entsprechend dann tatsächlich alle noch gedruckt werden, aber ihre redaktionellen Inhalte auch entsprechend verwerten zu können. Das ist auch in unserem Sinne. Von daher haben wir die besondere Situation bei Rundfunkänderungsstaatsverträgen. Hat man die Möglichkeit, ihn mitzutragen oder ihn eben abzulehnen? Und da er ein Resultat eines sehr langen Abstimmungsprozesses zwischen den Ländern ist, ist auch hier die Frage, ob man dann die Nuancen anders sieht oder ob man Nuancen Überlegungen hat, wie man etwas besser machen könnte, nicht so entscheidend wie bei normalen Gesetzesvorhaben, wie wir sie eigentlich hier im Hessischen Landtag beraten, sondern wir haben die Möglichkeit, einen entsprechenden Gesetzentwurf mitzutragen oder nicht. Und für uns ist klar, für die Freien Demokraten ist klar, dass dieses Thema einer Lösung, einer einvernehmlichen Lösung mit den Zeitungsverlagen erzielt worden ist. Das war ein langer Weg. Das begrüßen wir. Darum wollen wir natürlich auch das positiv bewerten an dieser Stelle. Und natürlich begrüßen wir auch, dass es eine Lösung für die Barrierefreiheit gegeben hat. Wir haben also in zwei Schwerpunktthemen Übereinstimmung mit dem, was dort im Rundfunkänderungsstaatsvertrag gefordert oder auch festgelegt wird. Darum ist die Tendenz von uns, diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch mitzutragen. Natürlich gibt es jetzt auch eine Anhörung, aber wir werden uns voraussichtlich dann am Ende des Prozesses auch dafür entscheiden, weil, wie gesagt, auch wenn wir kleinere Bedenken hätten, ist die Frage, trägt man einen solchen Vertrag mit oder nicht, bei uns eher mit positiv hinterlegt. Darum erwarten wir die Anhörung und gehen davon aus, dass wir am Ende der Anhörung den Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch mittragen können. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei dem Kollegen Rock. Ich sehe und habe keine weiteren Wortmeldungen, sodass ich uns empfehle, dass wir diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den zuständigen Hauptausschuss überweisen. Ich sehe da keinerlei Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.